herzlich willkommen in Melis Kochwelt. Heute machen wir wieder etwas Gesundes und zwar Porridge. Bestimmt kennt ihr das Ganze unter diesem Namen, aber eigentlich ist es nichts anderes wie ganz normales Haferbrei. Nur wird dieses dann verfeinert mit Früchten, mit Nüssen, mit irgendwelchen Schokostückchen. Dann schaut das Ganze schöner aus und schmeckt auch leckerer. Aber es ist auch wirklich sehr gesund für unseren Körper, denn dieses Gericht ist sehr reich an Ballaststoffen. Wie man das Ganze zubereiten kann mit dem Thermomix, seht ihr jetzt im Folgenden. Und als erstes zeige ich euch mal die Zutaten. 300 Gramm Mandelmilch, 80 Gramm Haferflocken, 1 Teelöffel Chiasamen, 50 Gramm Wasser, 1 Apfel, 2 Esslöffel Agavendicksaft sowie Beeren und Obst nach Wahl. Die Zubereitung ist ganz, ganz einfach. Man nimmt einfach 40 Gramm Haferflocken pro Person und gibt dann 200 Gramm Flüssigkeit dazu. Ob ihr dann Wasser, Milch oder irgendwie auch Mandelmilch nehmt, das ist dann eure Entscheidung, wie ihr das eben gerne haben wollt. Aber letztendlich muss man sich an diese Formel halten. Ich habe jetzt aber allerdings 80 Gramm Haferflocken für 2 Personen. Dann müsste ich ja theoretisch 400 Milliliter Flüssigkeit dazugeben. Ich habe aber jetzt nur 350, also quasi 50 Milliliter weniger, denn ich werde jetzt beim Kochen noch einen Apfel dazu tun. Da gibt es ja auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit, eben Apfelsaft, und deswegen muss man das so ein bisschen anpassen. Aber letztendlich 40 Haferflocken und 200 Flüssigkeit. Als erstes werde ich jetzt den Apfel schälen und dazu habe ich jetzt mir so Handschuhe angezogen, weil ich finde das viel angenehmer. Und dann machen wir gleich weiter. Den geschälten Apfel werde ich jetzt mal kurz zerkleinern und zwar 4 Sekunden auf der Stufe 8. Wenn das dann erledigt ist, dann wird der Apfel einmal kurz nach unten geschoben. Und dann kommen alle Zutaten hinein, bis auf die frischen Früchte und bis auf die Chiasamen in den Topf hinein. Und das wird gekocht 7 Minuten bei 90 Grad auf der Stufe 1. Und schon ist unser Porridge fertig. Gar nicht so schwer zuzubereiten. Und dann ist das Ganze auch noch lecker und gesund. Dann kommt eben ein bisschen was davon in ein kleines Glas oder in eine kleine Schüssel. Und dann könnt ihr das Ganze mit frischen Früchten, Beeren oder Nüssen garnieren. Ich habe das ganz gerne, wenn ich ein paar frische Beeren drauf mache und ein bisschen was von Chiasamen. Und dann schmeckt es wirklich sehr gut. Falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann geht doch bitte auf meinen Blog, der steht hier unten. Da gibt es nochmal die genauen Zubereitungsschritte und die genauen Zutatenangaben. Da könnt ihr das alles nochmal genau nachlesen und von mir aus auch ausdrucken, wie ihr das haben wollt. Falls ihr so ein ähnliches Rezept haben wollt, welches auch mit Mandel oder Sojamilch zubereitet wird, dann werde ich euch einen Link hinterlassen und zwar für einen Bananen-Soja-Lassi. Schmeckt wirklich sehr gut. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in Melis Kochwelt mit gesunden Rezepten.